Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Aus der, wo sind wir hier gerade? Mufferthalle. Online Karriere getan. Und schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Den alten Kollegen Riyad. Hallo. So ein Event mit genau, also mit Gesteins-Event kommt schnell nicht wieder. In der Tat, ja. Mein Gott, du hast Screen Recorder? Du hättest das Ganze auch die ganze Zeit Screen recorden können. Oh mein Gott. Du hast gesagt, du sollst screenshotten. Und dann hättest du sagen müssen, nee, brauche ich nicht, ich habe Screen Recorder. Auch auf der Suche nach einem Job? Mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich noch aus Filmen wie Bla und Bla. Deine Community ist so jung, die wird die Anspielung nicht kapieren. Oder? Ja, Simpsons. Doch, Mann. Auf jeden Fall, ja, haben wir ihn hier getroffen. Haben hier ein paar Sachen abgecheckt. Werden noch ein paar Sachen abchecken. Haben eine Menge Sachen umsonst abgecheckt. Bisschen. Unter anderem Powerbank. Powerbank. Zeige ich euch später noch. Auch hier ein paar Stände. Er hat bei einem Wettbewerb mitgemacht. Essen umsonst, Eis umsonst, Popcorn umsonst. Aber das Interessante ist halt, die Jobs natürlich, aber egal, darüber, ich weiß nicht, wir haben eigentlich nicht Zeit dafür, weil wir hatten ja immer noch dieses eine Video vor. Weißt du noch? Jetzt stimmt, ja, ich bin auch immer noch bereit dafür. Aber ich glaube, heute haben wir nicht mehr dafür die Zeit, ja. Weil wir hier halt noch uns umschauen wollen. Ja, klar. Aber davor noch ein bisschen Pokémon. Wollte so, uns der Kollege was sagen oder so zeigen? Naja, also ich war sehr inaktiv seitlich. Ah, ja. Also nur ganz kurz, ich will ja niemanden langweilen. Ich war im März einige Wochen verreist in Afrika, in einer richtigen Safari-Zone, wo es statt Janeiro und Taurus eben Elefanten und Löwen gab. Und seitdem habe ich sehr wenig gespielt, weil es dann schwer war. Dort konnte ich nicht spielen und dann war es schwer, wieder reinzukommen. Und ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten Stand, habe keine Raids mehr gemacht und nichts. Aber ich habe zuletzt wieder... Dafür gibt's meine Videos. ...ein kleines bisschen gespielt und jetzt dachte ich, wenn ich den Hong hier schon treffe, zeige ich ihm noch mal, wie es momentan aussieht. Er wird nicht beeindruckt sein. Ich habe auch noch keine New. Ich habe fast nicht gespielt. Was willst du mir sagen? Einfach nur meine Pokémon, oder was sagst du? Achso, ja, klar. Zeig mir, was du willst. Man ändert die eigentlich mal, das dauert auch schon jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, ja, oder? Ja, der ist auch schon lange da, der Professor. Also gut, Level 40, ich habe den Hong schon gefragt. Mittlerweile dürfen sie die allermeisten... Diese vier Stops, das war mal ein Hotspot früher. Stimmt, ich erinnere mich. Oh, Shigi. Aber, okay. Aber ich fange jetzt mal nicht, ich wollte nur... Achso, Simsala habe ich aus einem bestimmten Grund als Buddy, weil ich habe einen 100% Abra, beziehungsweise inzwischen Kadabra. Alles klar, kein Problem. Das hier ist meine Squad. Sieht doch gut aus. Die sind alle hier maximal gepusht, bis auf den hier. Ja. Da fehlen mir noch die Bonbons. Ich habe momentan klar. Null Dratini-Bonbon. Ja. Reiko, stabil. Macho mal. Aber die sind dann nicht mehr Max, also Macho mal und so schon Simsala. Ja, schon klar. Aber da sind dann einige nicht mehr Max. Das hat 100%. Echt jetzt? Ja. Eins meiner wenigen. Wo hast du das denn her, Mann? Das war mal am Petuel-Ring. Hier, schau. Nice. Bam, 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 bam. Alles klar. Eins von einer Handvoll Hunderter, die ich habe. Ja, coole Sache. Hier zum Beispiel, da war ich in Tirol als der Dinger. Ich habe keinen Shiny Ibiza. Aber hat er die? Nee, hat er nicht. Ich sehe nee, die sind ewig her. Schau mal, den habe ich 2016. Ja, yeah. Okay. Ja, auf jeden Fall, das ist der Stand von einem Spieler, der sehr aktiv war und jetzt seit einem guten Vierteljahr nicht mehr aktiv war. Passiert. Aber am Samstag beim C-Day ist er wieder am Start. Ihr wisst, das ist der krasseste C-Day, der bisher da. Wie ich gehört habe, nicht im Pasing. Ja, alter Nordfriedhof. Wir sehen uns dort. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Messe noch ein bisschen weiter an. Also, wir haben hier meinen Kollegen Riyad. Er macht bei einem kleinen Wettbewerb mit. Man muss sagen, Hong ist feige, macht deswegen nicht. Halt mal eine gerade. Warte. Du nimmst es davor, was ich gesagt habe. Da geht noch immer dazwischen. Du musst mich aber dabei unterhalten, Hong, damit ich die Zeit vergesse. Okay. Also Samstag. Besten, ich liste alle Metallica-Songs auf der Reihe. Ist das nicht schon Druck genug? Du willst gewinnen? Nee, du musst nicht mehr. Halt, lange halten. Also der Rekord liegt bei 3 Minuten. Also, Tagesgewinner kriegt das hier. Album an, Looping Louie. Musst du schon erklären? Ich kenn das nicht. Ein lustiges Kinderspiel, ein lustiges Trinkspiel. Nicht ablenken lassen. Ja doch, ich glaube Ablenkung ist sogar gut, damit ich die Zeit nicht ich so... Ich meine, nicht ablenken lassen von den Metallica-Songs. Ach so, nee. For whom the bell tolls, fade to black, trapped under ice, escape, creeping death, call of Cthulhu. So, Platz 2. Hast du was zu sagen zu deinen Fans? Nein, reicht nicht.
Aber super, das klingt sehr nett. Wozu, Mann? Ich bin Ventilator-Enthusiast, ich hasse Hitze. Und ja, ich bin halb Araber. So, das war's vom Online-Karrieretag. Ich habe ein paar Sachen auf Instagram gepostet. Schaut so vorbei. Und jetzt, der Kollege hat mich dran erinnert, kann ich noch mal eine Quest abholen. So, 7 Tage, es kommt ein Arktos. Weil er hatte noch die Quest von der Abenteuerwoche. Okay, so, hier oben. Und er hat auch gefragt, falls er das Onyx, er hat ja die Onyx-Quest gehabt, nicht fängt jetzt, dann kann er sie auch später fangen. Indem man einfach auf Flüchten geht und dann ist es hier oben gespeichert. Aber egal, hier erstmal mein Arktos. Ich stelle voll die Noob-Fragen, weil ich einfach so lange nicht gespielt habe. Heute, 3 Sonderbonbons, krass. So, 1256. Mein bester bisher, glaube ich. Und er hat auch gefragt, ob die fliehen können. Die können nicht fliehen. 100% Fangrate. Nicht 100% Fangchance, weil ausbrechen können die immer noch. Aber fliehen können sie nicht. Das heißt, du kannst nach jedem nur Pokebälle werfen? Eigentlich schon, ja. Wenn du die Zeit dafür hast. Aber erster Ball drin, mit gelber Berge. Nice. Checken wir mal die IVs. So. IVs sind... Erster Satz, Angriff 15, okay. Schauen wir mal, müsste ich genau ausrechnen. Könnte das nächste Mal? Ja, nee, nicht von der EP-Anzahl her. Aber möglicherweise mein Bester. So. Der Kollege hat vorgeschlagen, wir chillen hier noch ein bisschen am alten Spot hier. Hier. Fordern wir immer, genau. Vom Spiel ist. Ihr seht hier, sind eh schon richtig viele. Kann man gleich Glücksei und Sternstück zünden. Und dann, ja, schauen wir mal, was so geht. Ja, eine halbe Stunde Session und dann geht's weiter, ja. Dann muss ich aber wirklich richtig stimmen. Vielleicht ein kleines Fazit zu dem Karrieretag da? Ja, also es war meine zweite Messe. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel Vergleich daher. Ja, okay. 2, 3 wirklich interessante Sachen, aber der Rest, da war man eher so für die Werbegeschenke. Also er war da auch für die Werbegeschenke? Ja, aber nicht. Nee, ich war nicht in erster Linie, aber... Also ich war fürs Essen da. Ach so, ja. Ich eher für die Kugelschreiber und Mini-Ventilatoren. Powerbanks. Und Energy Drinks. Ich zeig euch gleich mal die ganzen Energy Drinks. Wie viel haben wir? Ich hab 4-5 Dosen, ja, verschiedene auch. Sachen, echt cool. Ja. Ja, ja, aber ich glaube schon, dass ein bisschen was bringt. Das ist auf jeden Fall, informiert euch. Also da war auch zum Beispiel einer fürs Studium. Dieses mit den Dingern. Ja, Peter Plus. Genau, Peter mit den Skripten. Also für uns eigentlich zu spät, aber hätten wir das damals gewusst, auf jeden Fall eine Menge Geld gespart. Also. Da kann man halt Skripte drucken lassen und das wird sogar finanziert, da kommt dann Werbung drauf und dadurch ist es halt billiger. Und ganz ehrlich, da hätte ich auf jeden Fall profitiert von. Also da, man muss sich immer informieren, immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und dann hat man viele Optionen. Das ist das Wichtigste, die Optionen, Leute. Ja, Mann. Okay, schauen deswegen mal. Haben wir beide Sachen studiert, wo man alles und nichts machen kann. Alles oder nichts, das ist mein Spruch, ja. Das ist es. Ach hier, schau mal, meine Squad ist noch nicht komplett. Warum? Was? Ich habe eine Macho-Mai-Squad. Aber... Ja, okay. Auf jeden Fall, wie hat der Kollege, macht jetzt gerade einen Macho-Mai-Raid. War da halt ein Raid drauf. So. Aber ich fange erstmal einen Wingull. Das zählt glaube ich keinen, aber ich brauche noch 100er Wingull. Und dann zeige ich euch mal... Ein Wingull, ich brauche noch einen 100er. Wingull? Der Pelikan. Der Möwe. Ach doch. Ich wusste den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall nicht 100. So. Ich zeig euch jetzt meine Energy Drink Sammlung. Ist viel gut gegen Psycho oder nicht? Doch. Nicht gegen Psycho, gegen Kampf. Ja. Mach mal, Kampf. Meine ich ja gegen Kampf. Ja. Sorry. Das ist effektiv. Also da habe ich hier, schau. Ja, gute Wahl ist gut, ja. Coco war ja 2 T-Shirts. Top, ja, mir cool, top. So. Digitalisiere deine Zukunft. Noch grün? Keins von denen ist grün. Es ist Oliver.
fresh up. Daily fresh up. So. Come Wirecard. Das war die Firma. Das habe ich nicht. Ja, das ist auch die Firma, die ich gerade genannt habe. Geil. Mit dem Job. Okay. Hast du die Visitenkarte, oder? Ja, habe ich. Mit dem Come Wirecard. Das war der erste Stand, den ich angequatscht habe. Oh, richtig. Okay. Und ich habe nur angequatscht wegen dem Energy Drink, weil die waren in einer ganz anderen Branche. Und dann hat sie mich so gefragt, was ich so suche. Habe ich halt gesagt, Postproduktion, Schnitt, Kamera, dies, das. Und dann packt sie aus dem Tisch, unter dem Tisch, als hätte sie nur einen Ass aus dem Ärmel rausgezogen. Und da hat sie gesagt, genau das suchen wir auch noch. Da hat sie mir diese eine Stelle gezeigt und dann schauen wir mal, melde ich mich bei ihr. Und letzte Dose. Sometimes all you need is a fresh start. Scout24. Die hat mich jetzt nicht so interessiert. Das war's vom Online-Karrieretag. Arctos Raid, Arctos Press abgeholt. IV gar nicht so schlecht, aber wahrscheinlich nicht gut genug. So. Das hier nochmal. Ansonsten habe ich vielleicht noch einen Mute am Start. Kommt drauf an, wie lang dieses Video hier wird. Wenn nicht, dann Video mit Mewtwo. Meinem 14 oder so. Aber ich habe auch 4 oder 5 bisher schon verpasst. Weißt du, wie du am Anfang rumgeheult hast? Ich habe nie rumgeheult. Doch, bevor du dann erstes hattest. Das nennt sich nicht heulen, das nennt sich kritisieren. Ja. Also der Kollege hier muss doch mal im Duden nachschlagen, was heulen bedeutet. Auf jeden Fall. Zeige ich euch das Video vielleicht, wo ich gestern mein Mute gefangen habe. Entweder jetzt im Anschluss noch oder wenn nicht, dann separat. Weil das Mute war nicht schlecht. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das war's dann auch schon vom Online-Karrieretag. Video ist lang genug, sprich, das mit dem Mewtwo packe ich in das andere Video. Bleibt dran dafür. Aber ich werde es auch nicht in die Länge ziehen, also das Video kommt direkt im Anschluss an dieses hier. Also heute 2 Videos. Also checkt das andere Video auch noch ab. Und ja, gutes Mewtwo. Bleibt dran, bleibt gespannt. Aber das war's vom Karrieretag. Uni-Video und all dies, das, dieses eine Video, dieses große Video, was ich mit dem Kollegen Liat, den ich zufällig getroffen habe, schaut dann an ihn, noch vorhab. Zwecks, Zukunft, Job, Uni, Studieren, Ausbildung, all dies, das. Ist auf jeden Fall noch geplant, wir hatten jetzt nicht die Zeit, das spontan da noch zu drehen. Ich denke, es ist ein cooles, interessantes Thema. Ansonsten immer informiert bleiben, das ist echt das Wichtigste. Man sagt ja immer, Wissen ist gleich Power und das ist halt echt so. Informiert euch. Und ja, das war's von mir. Schreibt nur in die Kommentare, wie gut euer Arctos war. Den haben wir ja heute auch übrigens gefangen. Und schreibt rein, wie gut meiner ist, falls ihr das schnell ausrechnen wollt für mich. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.